Was kann die Politik dazu tun, um diesen Hype zu nutzen, beziehungsweise den Nährboden natürlich aufzubereiten? Und da gibt es im Sportland Niederösterreich 4 ganz klare Richtungen. Das eine ist, wir können unterstützen, dass die Sportanlagen so toll ausschauen, wie sie ausschauen. Wir geben viel Geld aus dafür und unterstützen die Vereine, damit entsprechendes Ambiente besteht und damit man sich auch wohlfühlt bei den Sportanlagen oder auf den Sportanlagen. Zum Zweiten kriegen natürlich die Vereine und die Verbände entsprechende Mittel, um sich Nachwuchsförderungen durchzuschauen bzw. umzusetzen, Trainer zu engagieren und so weiter. Zum Dritten holen wir dann natürlich auch mit verschiedenen Partnern große Veranstaltungen in unser Bundesland, so wie die Spring Bowl es auch heuer ist. Aber Davis Cup war bei den Herren natürlich schon etliche Male zu Gast in Niederösterreich. Und zum Vierten natürlich wollen wir mit einzelnen Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern auch Sponsoring-Verträge abschließen, was wir auch tun, um sie als Botschafter im In- und Ausland natürlich auch zu verwenden, um hier Niederösterreich hinauszutragen, beziehungsweise sie als Idol für die jungen Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler zu verwenden. Das heißt, 4 ganz klare Bereiche, was wir seitens der Politik tun können und auch gern tun. Eines ist aber natürlich auch klar, wenn jemand Spitzensportlerin oder Spitzensportler sein will, dann müssen viele Facetten zusammenspielen und in erster Linie natürlich die Eltern, die hier ein ganz, ganz großer Anker sind für die jungen Menschen, die hier viel leisten müssen, auf viel verzichten müssen. Zum Hype möchte ich Folgendes sagen, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, ist sicherlich die Möglichkeit gegeben, dass wir auf diesen Zug letztendlich aufspringen, den der Dominik jetzt einmal ins Rollen gebracht hat. Ich war vorige Woche in München beim Turnier und habe gesehen, wie die Leute dort den Dominik alle lieben, obwohl er gegen den Kohlschreiber, einen Deutschen, im Finale gespielt hat. Die waren alle sehr fair. Und wenn wir gemeinsam alle und nicht gegeneinander, sondern miteinander das Tennis nach vorne bringen wollen, dann müssen wir im ÖTV gefordert sein, in den Ländern, die Landespräsidenten, die Trainer, die Eltern, die Spieler letztendlich und vor allem auch die Medien. Dass wieder viele Kinder das Interesse eigentlich auch am Tennis gefunden haben und dass es jetzt gilt, einfach seitens ÖTV, auch seitens NÖTV und auch der anderen Landesverbände wieder viele Kinder auch zum Sport zu bringen, dass wir auch in die Schulen reingehen, in die Volksschulen und auch da schon wieder Kinder vermehrt zum Tennissport bringen, durch die Verbände dann unterstützen und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie dann der weitere Weg ist in die Top 100, das ist ein weiter Weg. Was ich auch nicht vergessen möchte, ist eben, dass man auch die Mädels wieder ein bisschen mehr fördern muss, weil das ist sehr, sehr rückläufig. Und da hoffe ich sozusagen, dass der Dominik das Vorbild ist, dass die anderen wieder nachziehen und dass wir sozusagen auch wieder aufwachen seitens Zusammenhalt. Das kann ich nur bestätigen, dass wirklich alle zusammenhalten und an einem Strang ziehen. Dann glaube ich schon, dass es möglich ist, mit qualifizierten Trainern, die auch sehr gut ausgebildet sind, da von Jugendlichen zu den Erwachsenen wieder mehr Profis bzw. mehr Top-100-Spieler auch in Österreich zusammenzubringen. Also auf den Hype angesprochen, gibt es aus meiner Sicht ja nur die eine Lösung, dass der Verband Strukturen vorgeben muss. Ja, die Eltern, deren Kinder Tennis spielen, die müssen einen ungefähren roten Leitfaden vor sich haben, dass sie wissen, was auf sie zukommt. Wir haben das eigentlich nicht gewusst damals, was auf uns zukommt. Wir sind da irgendwo ins kalte Wasser reingestoßen worden und das würde ich mir für die zukünftigen Generationen eben wünschen, dass die Eltern von klein auf einen ungefähren Faden haben, dass die wissen, was gehört dazu, damit die Kinder eine realistische Chance haben, erfolgreiche Tennisspieler zu werden. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, ist der Breitensport. Da bedarf es natürlich auch einer guten Arbeit in den Vereinen, in den Clubs. Und da gibt es sicher einen riesen Aufholbedarf. Ich meine, ich sehe es jetzt bei uns im Bezirk Wiener Neustadt, dass da manche Clubs wieder einen regen Zulauf haben, aufgrund vom Dominik seinen Erfolgen. Aber das muss einfach mit mehr Nachhaltigkeit sein und das sollte natürlich in ganz Österreich der Fall sein. Aber das kann aus meiner Sicht her nur so funktionieren, dass der Verband her, dass der österreichische Tennisverband ihm klare Strukturen vorgibt, wo die Eltern dann eben Bescheid wissen oder auch die Vereine Bescheid wissen, wie das ungefähr ausschauen könnte. Fakt ist aber, dass man wahrscheinlich einmal sagen muss, wie die Ist-Situation ist und was wir dann tun wollen.
Ja, und dass man alle gemeinsam was machen sollte, das ist vollkommen klar. Aber ich bin auch der Meinung, dass der ÖTV vorgeben muss und nicht jeder Landesverband, dafür sind wir einfach zu klein, selber herumwurschtelt. Bei manchen geht es besser, bei manchen weniger gut. Und ich glaube, dass wir als Tennis eine Riesenchance haben. Auch aufgrund der Bevölkerungsentwicklung müssen wir in den nächsten 10 Jahren, glaube ich, ein Drittel mehr Kinder zum Sport bringen. Mannschaftssportarten bekommen schon Probleme. Es gibt immer mehr Spielgemeinschaften. Tennis wäre sehr, sehr gut aufgestellt, aber wir müssen teilweise Arbeit übernehmen in Kindergärten, in Volksschulen, mit polysportiven Ausbildungen, weil oft kommen Kinder zu uns, die überhaupt nichts können, nicht einmal geradeaus laufen. Aber sie wollen Tennis spielen und dann müssen wir möglichst schnell schauen, dass wir die Kinder in ein Turniersystem bringen, weil wenn jemand nicht U8, U9, U10 schon Spaß hat an diesen Matchen gegenseitig, mit U14 fangen die nicht mehr an, weil dann kriegen sie nur eine auf den Latz und sind wieder weg. Und die Zahlen, und das muss man schon sagen, die sind dramatisch nach unten gegangen. Also wir reden in einem U9, U10 Bereich in den letzten 3 Jahren von minus 40 im Sommer, von minus 70% an Teilnahmen im Winter. Auch U12 und U14 sind es 20% minus. Ja, und wir haben Landesverbände, Herr Präsident, ich bin jetzt BS, aber ich sage dann auch, was man tun kann. Ihr habt 488 Vereine und schafft es, 34 Kinder zu einer Landesmeisterschaft U9, U10 zu bringen. Das ist armselig. In Vorarlberg habe ich 54. Die schaffen wenigstens 29. Die Steiermark hat 46. Auch Tirol, vergleichbar weniger, hat mehr. Und da muss man ansetzen. Ich brauche diese Kinder unten, die müssen spielen, die müssen in der Lage sein zu matchen. Ich muss die Angebote geben und da müssen wir alle gemeinsam und nicht jeder Landesverband, fängt ja schon an, selber herumwurschteln. Und es war halt eigentlich schon sehr dramatisch, wenn man dann sieht, dass beispielsweise in einem Bereich U12, U14 150 Turniere oder Bewerbe U12, U14 ausgeschrieben sind und rund 65 Bewerbe gar nicht stattfinden bei den Mädchen. Ja, die durchschnittliche Teilnehmerzahl zwischen 7 und 8 Mädchen pro Bewerb liegen. Wir sind bei den Kindern herunten im U8-Bereich bei 3,2 Nennungen, ja, bei U9 bei 5 Nennungen und es geht bei U10 schon wieder zurück. Und da muss man ganz einfach überlegen, dass wenn da von den Vereinen letztendlich, und die Basis für viele sind die Vereine, dass hier die Motivation irgendwann wieder kommen muss, dass Kinder auch nicht nur ewig und 3 Tage lang einen Tenniskurs besuchen und zum Training gehen. Ich sage immer so übertrieben, sie steigen aus dem Q7 aus und steigen dann in den A8 nach der Stunde wieder ein. Aber es ist für niemand mehr Motivation, auch Turnier zu spielen. Und das muss unsere Aufgabe als Trainer sein, die Kinder rasch in dieses System hineinzubringen, weil jedes Kind, und das wäre im Fußball, im Eishockey, in jeder Sportart völlig undenkbar, dass ein Kind 3 Jahre lang Fußball spielt, zum Training geht und nur den Outeinwurf und den Eckball trainiert, aber nicht einmal ins Tor schießt. Ja, jeder weiß, und ich mache auch kein Geheimnis daraus, dass ich Michi sehr schätze, weil er sich seit 30 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Und für mich ist das Ganze fast eine Perversion, dass wir den wahrscheinlich an den Tischtennisverband mit einem nationalen Projekt verlieren werden. Abgesehen davon, dass er in der Schweiz bei jedem ITF-Kongress referiert, in Deutschland eingeladen wird und Projekte ausarbeitet. Und bei uns verzichtet man auf dieses Know-how, außer im Vorarlberg, teilweise in der Steiermark oder im Burgenland, wo er Ausbildungen macht, vor allem nach der Heidelberger Ballsportschule, die für mich eine Grundsache ist, ob ein Kind überhaupt einmal eine Sportart ausüben kann. Und der Michi Ebert ist auch verantwortlich für manche Fußballteamspieler, Handball, Basketballer, Volleyballer, die bei ihm Ballsportausbildungen gemacht haben oder die Verbände dazu. Das nur ganz kurz zu Michi Ebert, für die Leute, die ihn nicht kennen. International ist er im Tennis sehr wohl bekannt. Bei jedem Fußball-Eishockey-Verein, wenn ich jemanden ausbilde ein paar Jahre, habe ich dann was davon. Ja, da, entweder gibt es eine Ablöse oder der Verband sagt, ich will deinen Spieler, weißt was, du kriegst ein Geld, dass du es wieder in das System investierst. Der hat gar nichts davon. Der nimmt den die Spieler weg. Es ist das Detto dasselbe für einen Verein. Ich kann mich noch erinnern, wir haben Pflichtjugendliche gehabt. Warum hat Villach ein Interesse gehabt, mich auszubilden? Weil sonst nicht spielen hätten können in der Staatsliga oder in der Bundesliga. Heute werden die teilweise abgeschafft. Ich habe mir die Zahlen angeschaut. Ich weiß bitte nur die Nennungen. In den österreichischen 1. und 2. Bundesliga-Herren sind 110 Ausländer genannt. Ob die dann alle spielen, weiß ich nicht. In den Landesligen 266, die kriegen alle ein Geld, aber für Nachwuchs haben wir keins. Das ist eine Katastrophe. Der Michi Ebert, ich meine, möchte das schon auch sagen, der war seit 2007 war er für das Kids-Tennis im ÖTV verantwortlich.
von 2011 bis 2013, dann für den gesamten Nachwuchsbereich bis 14 Jahre. Und jetzt frage ich, wo sind dann die ganzen Spieler, die jetzt da bei den Turnieren dabei sein sollten und letztendlich für Österreich die Kastanien bei der Springbowl etc. aus dem Feuer holen sollen. Und du jetzt mit allen zusammenarbeitest, finde ich das cool, wann das angedacht ist, aber wir können nur die Rahmenbedingungen schaffen und die Kinder müssen hinkommen. Genau deswegen kommen die Privaten nicht mehr hin, wie ein Dieter Mocker, der selber 400 Kinder hat und sagt, du, ich mache das Montag bis Freitag, dann muss ich irgendwo eine Lizenzkarte noch lösen und dann muss ich selber die Kinder betreuen, weil die Eltern nicht immer kommen. Da muss ich für den ein Incentive, dass jemand, der mehr Kinder zu einer Landesmeisterschaft in ein Turniersystem bringt, ja, oder auch in Wien, Franz, großartig die Aktion, aber warum sind nicht die Besten beim Presnik? Weil es genau um das gibt, dass derjenige, der die aufgebaut hat, auch irgendwo Angst hat, dass er dann seinen Job nicht mehr machen kann, wenn die Besten weg sind. Finde ich schade. Ja? Ich habe den Bartosch gesehen beim Günther, die haben nichts gegeneinander, aber der hat ihn auch verstanden, was da los ist. Und da muss man sich schlaue Sachen überlegen. Wir brauchen die Bartosch, wir brauchen die Eberts und wir brauchen ein einheitliches System. Nicht, dass der Wiener Verband irgendwas umwurschtelt, die Salzburger machen was, die Vorarlberger machen was anders, die Steirer machen was anders. Dafür sind wir zu klein. Die Zahlen, die der Alex gesagt hat, stimmen natürlich. Das sind halt unsere Landesmeisterschaften Indoor gewesen. Wenn man im Vergleich dazu hernimmt, die Landesmeisterschaften Outdoor, die wir in Bad Erlach gespielt haben, haben wir dort an die 60 Kinder gehabt. Ich meine, ist auch nicht viel für Niederösterreich, aber doch eine wesentlich größere Zahl. Und da muss man nur zusätzlich rechnen, dass wir in Niederösterreich 6 Kreise haben, die zusätzlich auch noch Meisterschaften machen, Kreismeisterschaften. Und auch dort haben wir durchschnittliche Teilnehmerzahlen zwischen 30 und 40. Das heißt, ich sage einmal, die fahren dann nicht alle zu den Landesmeisterschaften, weil sie halt gerade in diesem Alter vielleicht noch nicht diese Notwendigkeit sehen, hier bei den ganzen Turnieren auch teilzunehmen. Ja. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir vielleicht gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Ja. Aber im U9-U10-Bereich gibt es halt nicht so viele, die jetzt hier sich die Mühen auf sich nehmen, um da zu einer Landesmeisterschaft zu fahren. Ja. Je älter sie werden, desto wichtiger ist es, das wissen wir alle. Und dementsprechend werden wir auch versuchen, hier noch mehr Formate zu finden, um sie hier besser betreuen zu können. Ja. Also wie gesagt, ich bin schon bei dir, Alex, es wäre gescheit, eine österreichweite einheitliche Richtlinie zu machen und nicht zu sagen, in Wien gibt es jetzt eine super WTV-Hobby-Tour, in Niederösterreich gibt es eine Unica-Junior-Tour, die wir für die Breitensportkinder anbieten. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Modelle, wie wir versuchen, was zu machen. Wir versuchen ständig, uns ein bisschen auszutauschen, aber jedes Land hat halt immer noch ein bisschen seine Eigenheiten und dementsprechend arbeiten sie halt auch eigenständig. Ja. Also die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren geändert, weil wie der Dominik zum Spielen begonnen hat, kann man erinnern bei den U10-Staatsmeisterschaften, die haben noch mit normalen Schlägern, mit harten Bällen aufs Klarfeld gespielt. Also das hat sich halt geändert, die Situation. Die Eltern, die ich da, oder speziell die Väter, die ich da hinten sehe, ja, der Herr Platzer und der Herr Grafenauer, der Thomas Breuer und so weiter, ja, die haben alle Kinder, die das eigentlich mehr oder weniger leistungsmäßig betreiben. Das heißt, die sind ja die Verrückten im positiven Sinne. Ich glaube, was man schaffen muss, dass man für die Kinder, die in den Clubs sind, ja, die halt ein, zwei bis dreimal in der Woche Tennis spielen, eine Turnierlandschaft schafft, ja, wo die halt nicht hinkommen, ja, und 6-0, 6-0 verlieren, angefressen sind und wieder zu Hause fahren. Ja, da ist klar, die Kinder verliert man. Ja, wenn ein Kind heute zu einem Turnier geht, vielleicht 2 oder 3 garantierte Matches hat, ja, gegen Kinder, die in etwa dieselbe Leistungsstärke haben, dann macht dem Kind das Spaß. Ja, und da, glaube ich, ist der Hund begraben. Ja, man muss einfach Turniere schaffen, wo Kinder mit gleicher Spielstärke gegeneinander spielen. Das wäre aus meiner Sicht wahrscheinlich, dass sich die Gesellschaft ein bisschen geändert hat, für in der heutigen Zeit das Beste, in dem Bereich. Und es ergibt sich nur aus einer großen Breite, die spielt, das ist ja ein alter Leitsatz. Ja, aber wir brauchen viele Kinder unten, ja, damit wir dann die Chance haben, dass oben gute Kinder rauskommen. Es ist eh bekannt, dass die im Ostblock einfach viel hungriger sind, die jungen Leute wie unsere im Westen. Ich meine, wenn man Schweden letztendlich anschaut, die haben das war eine Weltmacht und die haben auch Probleme letztendlich. Also ich glaube, da kann man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, da müsste man wirklich die Strukturen anschauen und ich bin viel unterwegs, vor allem im Damenbereich beim Fed Cup und auch mit den Herren und wenn man schaut in den Ranglisten, da sind einfach die Ostblockstaaten letztendlich mehr vertreten wie die westlichen, das ist ganz logisch.
Es gibt sehr wohl Unterschiede. Also wir dürfen uns wahrscheinlich nicht, auch wenn wir es gerne würden, mit einer Grand-Slam-Nation vergleichen. Es ist ja kein Wunder, warum viele nach Australien gehen und Australier werden, weil dort einfach wesentlich mehr Geld und wesentlich mehr Infrastruktur und wesentlich professioneller gearbeitet wird. Aber die Grand-Slam-Nationen wie Frankreich haben 14 Millionen Budget. Also da kann man natürlich auch relativ leicht an Jugendlichen alles ermöglichen, was für seine Entwicklung gut ist. Wir müssen wahrscheinlich ein Modell gehen, ähnlich ein bisschen wie die Schweiz, ähnlich wie teilweise Kanada, die sehr, sehr gut aufgestellt sind, wo ich jedes Mal Tränen in den Augen habe, wenn ich zu einem Jugendturnier fahre und die haben einen Physio, einen Lehrer mit für 4 oder 6 Kinder. Also das ist sensationell aufgestellt, wo es einen roten Faden gibt, den der Wolfgang eben auch gefordert hat für die Eltern, weil nicht einmal ich habe gewusst, ich habe die Förderungen angeschaut und weiß bis heute nicht, warum, wo da die Kriterien bei den Damen herkommen, dass die so benachteiligt werden, ja, weil gerade auf der WTA ist es schwieriger, weil die 3 Turniere brauchen, weil sie noch immer reglementiert sein, das habe ich selber nicht gewusst, dass meine Tochter erst mit dem 18. Geburtstag überhaupt normal spielen darf. Und wir haben natürlich nicht diese Kultur, dass man mit 10 die Schule verlassen, also ich möchte das nicht für mein Kind, ja, wie in der Ukraine und in Tschechien oder sonst was. Und es gibt genug Modelle, wo das auch anders ist. Es gibt genug Deutsche, die erst später kommen. Das Einzige, was man halt sieht, und da braucht man gar nicht viel analysieren, sich die Statistiken anschauen, dass ich bei der ITF irgendwann halbwegs vorne mitgespielt habe. Jemand, der ITF nicht erste 100 war oder hier nicht in einem Hauptfeld oder bei einem Junior Grand Slam gespielt hat, der wird bis auf 3 Ausnahmen auch bei den Damen oder Herren noch etwas weniger, weil da kann man noch später kommen. Auch die Damen sind schon 25, Durchschnittsalter Top 100, aber dort reinkommen. Und das sind einfach Sachen, die brauche ich, die kann ich mir anschauen. Auch die Schweden haben jetzt ziemlich viel gedreht und die haben sehr viele ehemalige Spieler mit an Bord genommen und haben jetzt die Ümer-Brüder, haben bei den Mädels ein paar Junge, die nachkommen. Und das immer nur auf, ich brauche einfach einen roten Leitfaden. Auf den Mädel ist ja überhaupt kein Wert gelegt worden. Also das quasi, und auch Eltern, die sich auf was verlassen können müssen. Das kann nicht jedes Jahr, jetzt wird wieder irgendwas geändert. Und dann haben wir ein Leistungszentrum in Linz. Es hat noch nie ein Damenleistungszentrum funktioniert, außer die Spielerin ist von dort. Wer schickt seine 14-jährige Tochter irgendwo hin? Die Babsi hat hier gewohnt, die Babsi Paulus hat hier gewohnt, die Judith Wiesner ist in Salzburg gut geworden, die Bama in Oberösterreich, die Paschek in Vorarlberg. Und jetzt machen wir ein Damenzentrum in Linz. Es hat das in der Südstadt schon nicht funktioniert. Und das, ich werde es einfach nicht kapieren, aber wir machen es halt. Ja? Und ich weiß nicht, wie viele Spieler jetzt permanent dort sind, das ist seit Jahresbeginn. Und das sind so Sachen, die mich stören. Es hat keiner ein Problem, wenn zu wenig Geld da ist. Aber wenn es so blöd verwendet, dann wird es ein Problem. Gebe ich absolut recht, dass das Damen-Tennis in den letzten Jahren wirklich weit hintan gestanden ist und vernachlässigt worden ist und jeder im Prinzip seinen eigenen Weg gehen hat müssen. Was ich positiv finde jetzt von Seiten ÖTV, dass für die Damen insofern ein bisschen mehr gemacht wird, dass es Turnierbetreuungen gibt, weil wir wissen, wie teuer die Turniere sind, wie teuer das ist, da einen Trainer mitzunehmen. Das finde ich sehr positiv, dass das jetzt 2, 3, 4 Mal schon mit dem Bernd Wetter zusammen funktioniert hat. Aber ich glaube, dass das allein zu wenig ist. Ich glaube, dass da einfach mehr Kooperationen seitens ÖTV zustande kommen müssen. Aber das ist toll, dass er das mit der Bama gemacht hat in Linz, mit der Hase jetzt, die dort lebt, in Linz, ja. Aber wenn er fürs österreichische Damentennis da sein sollte, dann sollte er verfolgen, was hier passiert bei den österreichischen Turnieren. Das ist einfach ein Muss, wenn er dafür zuständig ist. Und das mit den Entsendungen, also ich finde zum Beispiel toll, was im Nachwuchsbereich mit dem Fasching passiert, wo oft 10 Kinder mit sein und alle begeistert sein. Mit dem Bernd Wetter von der Idee her finde ich es cool, aber wenn dann Damen mitfahren, die 25 und 26 sein, dann sage ich ganz wertfrei, das Geld gehört unten investiert. Und nicht in Damen, die 25 oder 6. Und vielleicht ist das gemein, aber irgendwann, gerade im Damen-Tennis, ist dann beendet. Und deswegen hoffe ich, dass die meisten eine Ausbildung machen. Ja? Weil mit 25 oder 26 eine Förderung zu bekommen, dass ich einen Trainer mitgeschickt bekomme, das glaube ich nicht, dass wir ein Verband sind, der sich das leisten kann. Dieses Geld kehrt unten in die 8, in die 9, in die 10-Jährigen investiert. Betreffend Lösungsvorschläge möchte ich dazu sagen, wir brauchen, wie ich schon eingangs gesagt habe, im U10-Bereich ja, ein System, wo ich sehr, sehr viele Kinder zum Tennis bringe. Ja, und die müssen sich dann untereinander matchen. Da interessiert mich keine ÖTV-Rangliste, ja, sondern die müssen Turniere haben, so wie diese Hobby-Tennis-Turnierserie,
Ich habe das nur ein bisschen so am Rande mitbekommen, die kriegen ein Handtuch und mit Namen eingraviert und was Gott was alles. Also richtig toll aufzogen. Wenn die Kinder das auch haben, das macht ihnen Spaß. Und dann muss ich anfangen, zwischen 10 und 14, da sind die Landesverbände gefordert. Und da braucht man 9-mal ein einheitliches System. Und die Besten müssen ab 14 in die Südstadt kommen. Ja. Anders geht es aus meiner Sicht her nicht. Und wenn jetzt eine Spielerin oder ein Spieler außerordentlich erfolgreich ist, ja, dann muss man sich von Seiten des Verbandes überlegen, ja, dass der da extra Förderung kriegt. Ich muss ja dazu sagen, bei mir oder bei uns wäre das nie ein Thema gewesen, ja, aber das war diese Konstellation mit dem Günther und mit Dominik, ja, die wird es wahrscheinlich eh nie mehr geben. Ja, also für mich wäre das alles kein Thema gewesen, aber ich sage, das war ein Einzelfall und an dem darf ich mich nicht anlehnen. Aber grundsätzlich, wir brauchen 9-mal ein System für Kinder von 10 bis 14 und dann wird auch wieder das Niveau in die Höhe gehen. Und ich glaube, ein Land wie Österreich, ja, und da lehne ich mich definitiv nicht so weit hinaus, muss es schaffen, jedes Jahr ein Mädchen und einen Burschen bei einem Grand-Slam-Turnier, Junioren-Grand-Slam-Turnier, im Hauptbewerb zu haben. Also das, glaube ich, muss machbar sein mit einer entsprechenden Struktur. Dass jetzt wieder in das richtige Fahrwasser kommt, ist es super, aber es gehört auch unten ein einheitliches System. Ich muss heute wissen, als Trainer, wenn ich irgendwo anfange, wie arbeite ich mit den Kindern, was brauche ich? Und ihr braucht oben zumindest sportmotorisch geschickt ausgebildet, polysportive Kinder, weil ich habe dort selbst gearbeitet, erst jetzt wieder mit dem Kubek 4 Kids-Tage gemacht, da sind welche dabei, wo gerade Auslaufen ein Problem ist. Na, wie soll ich denen ein Turniertennis irgendwann bringen? Ja? Wir brauchen die geschickten Kinder, die dürfen nicht alle zum Kicken gehen. Die brauchen wir irgendwann und deswegen ist auch der Verband gefordert mit diesen von dir eingangs erwähnten roten Faden. Was soll ich den Eltern sagen? Legt einmal 60.000 bis 80.000 auf die Seiten jedes Jahr, wenn ihr international spielen wollt. Soll ich ihnen das sagen? Dann spielt keiner Tennis. Und da ist der Verband gefordert. Welche Modelle gibt es? Scholarship-Modelle? Was gibt es sonst für Modelle? In Deutschland kriegt eine vergleichbar schlechter gerankte Spielerin wie die mir 40.000 als Unterstützung. Die brauchen trotzdem noch was. Dass es ja auch dieses College-System gibt, was bei den Burschen mittlerweile so gefragt ist wie selten zuvor. US-College, wenn ich die Schule habe. Und bei den Mädels ist es noch ein bisschen okay, wenn ich dann aufgeben habe, aber funktioniert auch. Das habt ihr hier anhand der letzten Diskussion zumindest aufgenommen. Wir hatten das Glück mit dem Günther Bresnik, der wirklich ein weltweites Netzwerk hat, der wirklich gewusst hat, wie es funktioniert. Das muss man auch sagen, man muss auch den Trainern vertrauen können und nur denen, die es wirklich wissen. Es ist einfach ein extrem schwieriger Weg und es wäre viel leichter gewesen, wenn es damals irgendein System gegeben hätte, wo wir uns anhalten hätten können. Und wir haben wirklich, wir sind mit dem Kopf durch die Wand gelaufen, auch die Schule ist auch so ein riesiges Problem. Es hat uns niemand geholfen, der Dominik hat mit der Schule aufhören müssen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Bei Moritz funktioniert es jetzt besser. Aber das ist auch so, da muss man einfach mit dem Kopf durch die Wand, weil es nicht anders funktioniert in Österreich. Es gibt einfach niemand, der einem hilft bei den ganzen Sachen. Da kann ich nur der Karin beistimmen. Es ist teilweise echt der Wahnsinn, was die Kinder eigentlich leisten. Die müssen dort 6 Stunden drin sitzen und dann teilweise wird diskutiert über, warum bist du noch nicht da, weil ich mehr gewonnen habe. Wir haben da oben eine Sportschule, diese Sportschule schimpft, aber die keinen Sport außerhalb der Schule haben möchte. Dann sucht man schon wieder die nächste Schule, ob das funktioniert. Wir haben jetzt auch eine externe Lösung mit Niki, mit dem Dr. Roland. Das funktioniert, aber es funktioniert auch, weil meine Frau und die Mira wirklich dahinter sind. Ja, und sie muss halt dann wieder mal Pausen machen und einmal 2 Prüfungen absolvieren, so wie jetzt. Und das ist nicht immer angenehm. Ja. Aber aus meiner Sicht gehört es vor allem bei den Mädels auch dazu, weil eins ist vollkommen klar, wenn du bei den Mädels nicht erste 50 stehst, dann wird es permanente Sparkasse, so wie es jetzt strukturiert ist, mit erste 100 kannst du vielleicht gerade überleben. Na, für mich ist ganz notwendig, dass wir im Leistungsbereich einfach intensiver trainieren, dass wir die Spieler körperlich besser ausbilden, schon in der Jugend, im jugendlichen Bereich, dass sie die Trainingsintensität, wenn sie in die Südstadt kommen oder wenn sie das Profigeschäft einsteigen, dass sie das auch körperlich aushalten. Technisch ist es, glaube ich, möglich, dass man solche Spieler entwickelt. Dann müssen sie selber wollen. Wir arbeiten mit der Tennisschule und mit
Wolfgang Thiem eng zusammen und ich bin überzeugt, wenn diese jungen Spieler 4 bis 5 Mal in der Woche trainieren, im konditionellen Bereich gut arbeiten, wird es möglich sein, in den nächsten Jahren wieder österreichische Spieler zu den Jugend- und Junioren-Grand-Slams zu schicken. Ich glaube auch, dass die körperliche Ausbildung einfach sehr, sehr wichtig ist, also dass da viel mehr gemacht werden muss. Da gebe ich absolut recht, dass viele gerade nicht mehr gerade auslaufen und auch keine Sidesteps mehr können. Also dass da viel mehr Wert drauf gelegt wird und ich glaube, dass es einfach qualifizierte Trainer braucht, die dann sozusagen die Spieler begleiten und dass da irgendwie natürlich ein nationales System da sein sollte für alle, wo sich die Landesverbände auch daran orientieren können, sage ich mal, dass da die Zusammenarbeit viel mehr intensiviert wird, dass da auch viel mehr Ratschläge gegeben werden, auch eben mehr Augen sehen mehr, sage ich einmal, aber dass das viel professioneller von der Struktur von oben her wird, dass da mehr Zusammenarbeit herrscht. Wir haben heute gehört, Tennis ist sehr kostenintensiv. Am Ende des Tages geht es auch ums Geld. Ich höre immer, wir brauchen Physiotherapeuten, wir brauchen das noch. Und ich bin sehr offen für die effiziente Mitteleinsetzung. Ja, mit dem ringe ich seit 30 Jahren, weil die Mittel sind beschränkt. Und wie setzen wir unser Budget effizient ein, damit wir auf der einen Seite den Breitensport und auf der anderen Seite den Spitzensport unterstützen. Und wenn ich von Wien rede, dann reden wir über 100.000, 150.000 Euro im Jugendbereich und da bin ich schon ziemlich an der Decke. Ich kann nicht 300.000 ausgeben und ich habe ungefähr 6 bis 10, vielleicht 12 Jugendliche, die überhaupt in Frage kommen, so eine internationale Karriere. Jetzt kann man sich ausrechnen, was ein Kind ungefähr von uns bekommt und das ist natürlich auch nur Tropfen am heißen Stein, weil ich genau den Eltern auch sage, eine Saison kostet dann 30.000, 40.000 Euro und der Verband kann vielleicht 8.000, 10.000 beisteuern. Und dort sind wir jetzt am Ende oder wo setzen wir an? Und da muss man wissen, der österreichische Tennisverband ist fast eigenfinanziert, wir kriegen 5,82 € Jahresbeitrag pro Mitglied. Ja, wir haben 200.000 Mitglieder, sind der zweitgrößte Verband in Österreich, nur dass wir wissen, von was wir reden. Also zweitgrößter Verband in Österreich, von der Größe her, der größte ist der Fußballverband, hinter uns kommt Skifahren, dann kommt Eisstockschießen und alle anderen. Mit sehr stark. Und in der Leistung, behaupte ich einmal, sind wir nicht so schlecht, weil wir haben eigentlich in den letzten 20 Jahren immer 3 Top 100 Spieler gehabt. Da weiß ich nicht, welche andere Weltsportart ähnliche Leistungen aufweisen kann. Und wenn ich im Besonderen im Skifahren, kann man nicht als Weltsportart bezeichnen, da sind wir nicht Weltklasse, aber wie viele Nationen betreiben Skifahren und mit welchem Budget wird dort gearbeitet, da sind andere Hintergründe, Tourismus etc. Aber wenn ich an Fußball denke, dann muss man wissen, die österreichische Sportförderung schüttet 80 Millionen aus, also nicht so wenig Geld. Und Fußball bekommt 15 Millionen und wir bekommen als zweitgrößte Sportart 900.000 Euro. Da geht es um die Bundesförderung, das ist mein Lieblingsthema und wir müssen da Bewegung hineinbringen in diese verkrusteten Strukturen. 35 Millionen kriegen die Dachverbände, wo ich behaupte, da weiß eigentlich keiner, wo das Geld hingeht. Ja, das ist also die alte Struktur, ASK Union, ASFÖ. Aber Tennis 900.000 und wir sind in der öffentlichen Wahrnehmung nicht zweitgrößter Verband und von der Leistung her aus meiner Sicht sind wir sehr, sehr gut, da brauchen wir uns nicht verstecken. Die Damen sind ein bisschen schlecht, aber die Herren sehr, sehr gut. Wir waren immer in der Weltgruppe zur Europazone, so ungefähr Nummer 18, 20 der Welt als Nation. Und dort müssen wir ansetzen und deshalb sage ich das auch, weil ich glaube, es muss hier auch in der Öffentlichkeit hier ein Diskussionsprozess angestoßen werden, dass wir sagen, wir sind eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung, was in Nummer 14, 15 in den Verbänden, man sieht es auch in den Medien. Wir versuchen jetzt als Verband sehr viel zu tun im öffentlichen Bereich. Wir haben ein Tennismagazin, wir schauen auch in den Medien, dass wir was tun. Es sind nicht viele Komponenten in der Öffentlichkeit, es hängt auch mit den Sponsoren zusammen und am Ende des Tages geht es ums Geld. Weil hätten wir mehr auszuschütten, gibt es liebend gerne in die Jugendarbeit. Jetzt können wir nur mit unseren Mitteln, die halt da sind, versuchen so effizient wie möglich zu arbeiten und ich weiß auch, dass die Kritik durchaus berechtigt ist, dass man halt sagen, wir können es noch besser machen. Aber ich bin in den letzten 20 Jahren schon alle Modelle durchgespielt. Ja, von zentral, dezentral, Individualförderung. Jetzt sind wir bei einem dualen System, wo ich sage, ich fördere die Jugendlichen, wenn sie einen eigenen Weg gehen und wir fördern sie noch ein bisschen stärker, wenn wir den zentralen Leistungszentrumsweg gehen. Ich würde mir wünschen, dass wir diesen gemeinsamen Weg, diese gemeinsame Linie von ÖTV-Seite, auch jetzt kann ich als Landesverband Niederösterreich sprechen, dass es die gibt. Ich sehe es von unserer Seite so, dass wir einfach versuchen, als Landesverband einen Beitrag zu leisten. Ich glaube eben, dass es nicht reicht, nur bis 14 zu fördern, sondern eben länger, weil der Weg einfach länger ist. Ich bin der Meinung, dass es eine professionellere körperliche Ausbildung geben muss, dass die Trainer einfach qualifiziert sein müssen und dass da viel mehr Zusammenhalt, Sparings, ich meine, das klappt auch zum Beispiel in der Südstadt, ist der ÖTV, da ist der NÖTV, da ist die Tennisschule Bresnik und es klappt auch, dass man da gemeinsame Sparrings, Trainings und so weiter machen kann.
Und sowas muss einfach österreichweit viel mehr funktionieren. Also wir müssen einfach U10 ein System einziehen, dass wir sehr, sehr viele Kinder zum Tennis bringen. Und wir brauchen 9-mal ein System, ein einheitliches System bei den Landesverbänden von 10 bis 14 und danach dann zum ÖTV. Wenn dann so Grenzfälle sind, ja, dann habe ich halt beim Landesverband das Problem, dass die Kinder halt nicht so weit von zu Hause weg sind. Wenn ich jetzt an Tirol in die Südstadt hole und nach einem Jahr sage ihm wieder, er muss wieder zu Hause gehen, habe ich ein Problem. Ja. Aber ein System von allen Landesverbänden mit einer guten Struktur, ja, wo das bis 14, die werden technisch gut ausgebildet, kommen dann in die Südstadt. Und ich glaube, dass das die einzige Chance ist. Fakt ist, du hast es eh angesprochen, es braucht unten österreichweit ein einheitliches System. Noch einmal, auch wenn weniger Kinder zum Sport kommen, wir werden als Einzelsportort eine Chance haben, eine große Chance. Und Tennis ist noch gut aufgestellt draußen. Nur wir müssen die Leute auch so ausbilden, dass sie willkommen sind in einem Kindergarten und in einer Volksschule und nicht gleich mit dem Tennisbracker reinkommen und einer schaut zu wie Neine Fischen. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. 10 bis 14 super technische Ausbildung, dass du jetzt als Sportchef für die Herren vorgibst, was erwartest du von den Landesverbänden, wie sollen die arbeiten, dass die Kinder dann wirklich top ausgebildet sein, wäre ein Traum. Ja? Und wenn ich dann weiterschaue bei den Mädels, wenn wir einen Verantwortlichen haben fürs Damen-Tennis, der soll sich die Umfelder anschauen und wo man was optimieren kann für die, die jetzt unterwegs sind. Und nicht wieder künstlich ein Leistungszentrum ins Leben zu rufen, was bei den Mädchen nachweislich nie funktioniert hat. Und wenn wir das schaffen, mit den begrenzten Mitteln, kann man auch wirklich was rausholen. Und es muss einen Leitfaden für die Eltern geben. Es muss Unterstützung in schulischen Problemen geben. Die müssen wissen, wann die anfangen, wo kann ich mich hinwenden, wo gibt es Best-Practice-Beispiele, ob es jetzt die Schule in der Südstadt ist, gibt es wahrscheinlich in Linz, kann jeder hingehen, gibt es noch bessere Schulen oder es gibt externe Sachen. Das heißt, da müssen wir einfach für die Eltern, so wie danach auch dieses College-Ding, es muss einfach ein Bild für die Eltern geben, weil die sehen jetzt einfach nur, das kostet mir enorm viel, weißt du was, meine Tochter geht Hip-Hop tanzen und der Bub, den schicke ich zum Kicken und das Tennis war zwar nett, hätten getaugt, geschickt ist er auch, aber danke. Und das müssen wir verhindern. Und dann können wir die positive Stimmung, ich sage bewusst nicht Hype und Boom, ja, die positive Stimmung um den Dominik echt ausnutzen. Und die ist im Vorarlberg, im Burgenland, wo ich war, die ist überall da. Aber die wissen teilweise nicht wirklich, was sie jetzt tun sollen. Manche ja, manche weniger und die müssen wir auch mitnehmen. Die, die wollen. Alle werden eh nicht mitmachen. Ich möchte mich auf jeden Fall abschließend herzlich bedanken bei euch für die Diskussion, für die Beiträge und ich habe heute viel mitgenommen und ich bin überzeugt, dass wir den roten Leitfaden, der da angesprochen wurde, dem habe ich mit Wolfgang schon kurz geplaudert, den werden wir machen, das ist keine Frage. Wir haben sehr viele Mitarbeiter des ÖTV hier. Möchte mich bedanken bei euch, dass ihr da gekommen seid, dass ihr einmal seht, welche Wünsche im Tennis vorhanden sind, die wir alle aufnehmen und erfüllen. Und möchte mich bei Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, bedanken, dass Sie interessiert waren an dieser Diskussion. Und ich bin überzeugt, wenn wir gemeinsam an einem Strick ziehen, werden wir vielleicht in ein, zwei Jahren wieder mehrere Spieler hier bei der Springpole im BMTC sehen können. In diesem Sinne sage ich danke.